Willkommen zurück zu Cry of Fear. Ich muss heute mal ein bisschen leiser sein. Habe mich in einer Nachricht aus Versehen, ich will nicht sagen zu spoilern lassen, mir wurde nur ein Tipp gegeben. Und zwar soll ich bei dem dritten Endgegner nicht fliehen. Ich kann also beim dritten Endgegner fliehen, ich soll es aber nicht machen, weil es sich auf eines der Enden auswirken würde. Und deswegen machen wir das mal nicht. Es ist eine neue Aufnahme. Ich habe auch meinen wunderschönen Schlafanzug gerade an. Ich werde es berücksichtigen, dass, wenn ich hier mein blutiges Messer habe, dann die 3, die 1. Moment. Wenn ich nämlich zum Beispiel hier diese wunderschöne Waffe habe, die ich jetzt mal auf 3 lege, und ich da unten sehe, ich habe ja noch 9 Schuss. Oder habe ich die? Ja. Oder doch nicht? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Die habe ich überhaupt gar nicht. 9 Schuss kann ich... Naja, auf jeden Fall soll ich dann erst nachladen, wenn ich wirklich keine Munition mehr habe. Danke für den Hinweis. Ich habe sehr viel Munition jetzt verballert. Gucken, wie viel ich denn noch hier habe. Ja, da habe ich aber noch was, ne? Da habe ich noch was, aber nur ein Magazin noch. Ja, ich nehme jetzt nochmal den Schlagstock erst einmal. Die Sache ist ja jetzt die... wenn ich jetzt in einem Endkampf bin und ich baller hier die ganze Zeit rum, kann ich nicht noch darauf achten, oh, habe ich noch genügend Munition und oh, jetzt muss ich aber nachladen und so. Da kann es vielleicht eventuell nochmal passieren, dass ich vorher nachlade. Ich hoffe, es passiert mir nicht, aber ich wollte euch nur schon mal vorwarnen. So. Weil da war ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht, ne? Ich bin gerade wieder sehr angespannt, weil ich ja so leise sein muss. Habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass ich trotzdem schreie? Hä, hier war ich doch schon. Ein Kothaufen! Hier war ich doch schon, oder? Wo kann ich denn mit dem Rusty Key hin? Warte mal, wenn ich jetzt hier rein... Natürlich, da war ich schon drin. Ah, warte mal, hier war noch irgendwo eine Tür, oder? Nee, die war es nicht. Die war es nicht. War es vielleicht die hier? Die war es auch nicht. Warte mal. Wo kann ich denn... Ich hab das total vergessen. Hier war noch irgendwo eine Tür. Hier kann ich logischerweise auch... Hier war irgendwo noch eine verschlossene Tür. Hier konnte ich rein, weil da habe ich ja den Zahlencode für gehabt. Ich könnte da gleich nochmal zurückgehen. Ich gehe jetzt erst nochmal hier hin, nur zur Sicherheit. Hä? Was war das? Mal kein Quatsch. Kam ich hierher? Hallo? Ach so, die. Ist es die Tür hier? Ah, schön. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwas Neues. So. Ganz kurz nur, wieder das gleiche Phänomen. Bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich mir gedacht, boah, ja, jetzt wieder Cry of Fear und mal gucken, wie weit du jetzt in der Geschichte, wie weit du heute kommst. Und ich frage mich vor allem, wie weit ich schon bin. Ich glaube, ich bin noch gar nicht so weit. Dann habe ich es angemacht und jetzt ist wieder so, ich speichere jetzt auch mal auf die 3, damit ich 3 Speicherplätze habe. Darf nicht vergessen, ab und zu mal auf einen neuen Speicherplatz zu speichern. Was ist das? Eine Lampe. Oh, warte. Hey, das ist aber auch ganz cool. Ich habe auch eine Lampe. Psst. Huch. Nicht so laut, Mensch. Was war das denn? Ich meine, ich habe jetzt gesehen, dass es... Okay, überall da, wo die Lampe hinleuchtet, ist also böse. Ein langer Flur. Mama. Oh ja. Das ist ja nett. Hey. Ein cooler Effekt. Ich bin mal weg. Meine Hand ist so schwitzig. Warum nur?
Ich laufe jetzt einfach so. Speichern ist nicht mehr. Lampe, oder? You will die. Okay. Einfach mal auf einem anderen Speicherplatz, weil ich das Ganze nochmal erleben will. Oh, ein Loch. What do you think? Gerade denke ich eigentlich gar nichts. Do you like this? No. You don't know anything. Ja, das stimmt, aber ich bin ja hier, um das alles zu erfahren. If you just could understand. Ja, ich bin aber nur der Spieler. I never wanted this. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird es interessant. Hallo? Ah, ich hasse solche Gänge. I just want you to die. Just die. Ja, dann mach es bitte kurz und schmerzlos. Oh. Okay, wir sind fast tot. Boah, zum Glück habe ich gerade nochmal gespeichert. Kein Problem. Also da denke ich mir jetzt... Ja. Ich denke mir, wir werden jetzt auf jeden Fall Energie abgezogen kriegen. Ich werde die Spritze jetzt auch noch nicht benutzen. Aber eventuell kurz bevor wir da durchgehen, die schon mal ausrüsten und dann die ganze Zeit hüpfen. Na, komm. Erinnert mich wirklich ganz stark an Silent Hill. So, hier können wir ja schon mal durch, ne? So. Ne, warte, ich will aber auch noch, ich will noch das Handy, deswegen machen wir die mal auf die 3. Ach so, geht nicht. Na, okay. Und los, und los, und los. Komm, ja, wir müssen so laufen. Okay, ich achte auf meine Energie und... Verdammt, ich weiß nicht woher. Also irgendwas... Das kann nicht sein. Oder muss ich hier vielleicht immer in die Freien, aber es ist auch egal. Ich muss unbedingt Hilfe holen oder zumindest einen Weg nach Hause finden. Ich frage mich, wer dieser kranke Doktor ist. Er hat mir bestimmt was angetan. Immerhin trägt er eine Gasmaske, weil er Herr Dr. Blair ist und ich nicht. Kapitel 3. Die Stadt ist nicht sicher. So, jetzt wird's, glaube ich, lustig. Also es kann sein, dass ich gerade, ne? Ich nehme mal das hier. Es kann wirklich sein, dass ich gerade bei den Händen irgendwie nur auf die freien Flächen springen musste. Also falls es so ist, tut es mir leid, aber... Wenn man da so Panik hat und alles so neu ist, dann übersieht man oder dann denkt man halt nicht nach über solche Sachen. Ich will einfach nur da durch. Schöne Musik wieder. Echt schöne Musik. Ach, wir kommen wieder nach draußen. Das ist gut. Oder er doch nicht? Haben wir hier irgendwo was? Munition, Spritze, gar nichts? Das ist fies. Wir sind wieder draußen. Oh, eine Spritze. Und was zum Speichern. Das ist super. Nehme ich mal den dritten Slot.
So, da fühlt man sich doch eigentlich jetzt wieder ganz sicher, oder? Mit der schönen Musik, dem schönen Fahrrad. I don't need this right now. Und wir wissen, dass glaube ich, jetzt sowieso was passieren wird, weil man gerade so entspannt ist. Eine rostige alte Lampe. Ein Gang? Und hier ist kein Gang. Es schneit? Ah, das können wir... Achso, da ist irgendwas passiert. Bist du okay? Du kommst doch besser nach Hause. Ich mache mir langsam Sorgen. Schreib doch einfach zurück. Kann man nicht irgendwie... Ah, jetzt habe ich die Taste vergessen. Nee, ich habe die Taste vergessen, aber ich glaube, das geht sowieso nicht, dass man irgendwie zurückschreibt dann am besten, ne? Wir gehen da sofort hin. Schade. Ich dachte, es hätte hier irgendwo funktioniert. Da war schon wieder die Konsole. Ups. Funktioniert? Hier auch nicht? Nein. Die Musik ist gerade so traurig. Es ist bestimmt irgendwas total traurig. Okay. Da vorne auch jemand? Ne, da ist nur ein Auto. Kriegst du noch eine? Na, okay. Wie konnte ich denn letztens das Handy benutzen? Wie war das nochmal? Ich möchte nochmal ganz kurz einmal gucken. Indem ich da oben etwas schreibe. So das? Ach so, das ist Voice Chat. Ach ja, klar, für den Koop. Nee. Die Taste ist weg, ich habe es einfach vergessen. Schade. Naja, ach guck mal da. So, was? Ich brauche jetzt das Handy und Schlagstock. Okay. Weil, guck mal, hier stehen auch so viele Nummern, die würde ich eigentlich gerne anrufen. Aber ich glaube, als wir das Handy benutzt haben, konnte ich eh nur eine Nummer eingeben und nicht irgendwie auf SMS antworten. Na, okay. Abwarten. Kann ich hier rein? Nein. Okay, die Tür ist verschlossen. Merken. Hier steht, ich kann mit der U-Bahn von Hanson Square wegfahren, nach Hause zu kommen. Also muss ich wohl zuerst Richtung Saxon Avenue fahren. Also ich würde jetzt nicht die U-Bahn nehmen, vor allen Dingen, weil da hinten ein seltsamer Baum ist. Mit Armen und Blut. Der aussieht wie ein großer Eierstock. Ich stelle mir so Eierstöcke vor. Ich habe noch keine... Eierstöcke gesehen. Kann ich hier durch? Nein. Ich dachte, jetzt passiert hier irgendwas bei hier. Okay, ich muss an dem Baum vorbei. Ja. Hier noch irgendwas? Ich guck mal lieber wegen Spritzen und Munition und sowas alles. Vielleicht hier in der Mülltonne. Sind da auch meistens Spritzen drin? Nein. Schade. Hier auf dem Boden war auch nichts. Okay, ein Baum mit Köpfen. Die Tür geht nicht auf. Oh Gott. Bleib mal ruhig. Ja, Babyköpfe sind das oder Menschenköpfe? Keine Ahnung, aber ich versuche. Kann ich auch nicht rein. Ja. Was mache ich denn jetzt? Wir haben nämlich schon auf 16 Minuten. Vielleicht kann ich den ja mal hauen. Also den Baum nicht hauen. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ich weiß immer noch nicht, wie das mit dem Handy funktioniert. Also ich bin mir sogar fast sicher, dass es...
Was? Dass es nicht funktioniert, aber irgendwie will ich das gerade wissen. Weil wenn doch, dann ist das echt blöd. Dann verpasse ich hier womöglich ganz viel. So, hier durch? Ja. Der Typ kam ja erst da vorne, ne? Und hier war keine Spritzen, gar nichts. Ja, Mutter. Das würde ich ja gern, aber es geht nicht. Ja, so schlimm ist das gar nicht mehr, wenn man weiß, dass ihr um die Ecke geschossen kommt. Nur mal so, damit er sich das merkt. Ah, hier, die war verschlossen. Die können wir überspringen, die Szene. Weiter geht's. So. Gucken wir mal. Nehmen wir mal auf die 3. Ja. Ich glaube, ich kann da auch gar nicht vorbei, ne? Da muss ich nämlich jetzt gleich nochmal neu starten. Nee, ich kann da nicht vorbei. Ich muss also irgendeinen anderen Weg gleich finden. Wie kommen wir an dem Baum vorbei? Gut, keine Panik. Ist ja jetzt... Hallo? Das ist ja jetzt schnell gemacht wieder. Hierher. SMS. Typ. Ich habe jetzt auch gar keinen Schlüssel irgendwie. Ey, jetzt hat er mich doch getroffen. So. Hast du vielleicht irgendwas, weil du so lange liegen bleibst? Nee. Ach, die Spritze. Oh, gut, dass ich gestorben bin. Mehrmals. Hier kann ich auch nicht, kann mich nicht rein, weil die... Ach, die ist auch verschlossen. Heißt ja nicht, dass wir da rein müssen. Weiß ich ja nicht. Okay, wie kommen wir an dem blöden Baum vorbei? Hier ist ein Auto. Und hier auch, ne? Aber hier kann ich auch nicht dazwischen gehen. Auch nicht, wenn ich den hier mache. Oder? Ducken, springen. Geht nicht. Kann ich hier hochklettern? Nein, ich gucke sicherheitshalber nicht, dass ich hier irgendwas vergesse. Die Autos stehen sicherlich da, damit ich nicht auf die Idee komme, da irgendwie herzugehen. Oh Gott, meine Lampe. Nee, es geht nicht. Das ist jetzt blöd. Nicht zu nah an dem Baum. Die Tür ging nicht auf. Die da vorne auch nicht. Und die große habe ich noch nicht aus... Ach, guck mal. Yay, Sicherheit. Es ist schwer, sich leise zu erschrecken. Oh, oh, Energie sieht auch nicht mehr so dolle aus. Ich glaube, ich muss mich jetzt gleich nochmal spritzen. Ja, komm, ich weiß jetzt genau, dass jetzt gleich einer um die Ecke kommt. Ich höre draußen. Ich höre Grillen zirpen. Gott, dieser blöde Baum. Ja. Das ist der Freddy. Weil er ein T-Shirt anhat wie Freddy Krueger. Ein Oberteil. Ein Pulli. Ein keine Ahnung was. Er tat mir leid, deswegen habe ich ihn von seinem Leid erlöst. Ruhe in Frieden, Freddy. Du hattest einen ganz kurzen Auftritt, aber du warst drin. Hey! Hey! Freiheit!